Zugegeben, über Urin spricht man eigentlich nicht. Dabei ist die Urinschau, auch Uroskopie genannt, ein wichtiges Diagnosetool der TEM, der traditionellen europäischen Medizin. Aber auch die bekannteren Lehren der TCM und des Ayurveda machen sich die Farbe des Harns zunutze, um Rückschlüsse auf den aktuellen Gesundheitszustand zu ziehen. Beide großen Vorreiter unserer heutigen Schulmedizin, Hippokrates von Kos und Galen von Pergamon, sahen sie als zentrales Element der Humoralpathologie, also der Lehre der Körpersäfte. Für die Diagnose herangezogen wurde und wird dafür hauptsächlich der Morgenurin. Die Lehre an sich ist natürlich diffizil und vielschichtig. Grob zusammengefasst kann man jedoch 10 verschiedene Farbnuancen, die wir dir in unserem heutigen Video vorstellen, unterscheiden, die jeweils zumindest die Richtung vorgeben, in welche dein Körper gesundheitlich gerade unterwegs ist. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Hellrosa. Hier können entweder leichte Spuren von Blut im Urin sein oder die Überreste von Nahrung, die viel Carotin oder Betanin enthält. Wenn du am Vortag also viele Möhren, Paprika, Tomaten, Orangen oder rote Beete verspeist hast, besteht kein Grund zur Sorge. Nummer 2. Pink. Hier ist ziemlich sicher Blut im Urin. Selbst wenn es nur ein simpler Harnwegsinfekt ist, solltest du besser ärztliche Hilfe konsultieren. Nummer 3. Braun. Dieser Zustand ist ein Alarmzeichen. Deine Nieren und/oder deine Blase arbeiten dann keinesfalls so, wie es sein sollte. Brauner Harn muss unbedingt und unverzüglich abgeklärt werden. Nummer 4. Dunkelgelb. Diese Farbe ist am Morgen normal. Über Nacht dehydriert unser Körper immer und die Harnstoffe, die für die Gelbfärbung zuständig sind, kommen konzentriert darin vor. Ein Glas Wasser zu trinken ist morgens daher immer eine gute Idee. Nummer 5. Orange. Diese Farbe kann auf deutliche Dehydration hinweisen. Allerdings kann auch sie ein Zeichen dafür sein, dass nicht alles im Fluss ist in deinen Harnwegen. Oranger Urin bildet sich auch dann, wenn Bilirubin vom Körper ausgeschieden wird. Dabei handelt es sich um ein Abbauprodukt von Hämoglobin, dem roten Farbstoff in unserem Blut. Eine Schädigung von Leber oder Galle ist nicht auszuschließen. Nummer 6. Sonnengelb. Ein Morgenurin in der Farbe der aufgehenden Sonne ist nichts anderes als eine Einladung, den Tag mit einem großen Glas Wasser oder einer Tasse Kräutertee zu beginnen. Nummer 7. Hellgelb. Diese Farbschattierung heißt übersetzt, alles in Ordnung. Du scheinst ausreichend zu trinken und die Ausscheidung der konsumierten Flüssigkeit funktioniert einwandfrei. Nummer 8. Trüb. Ein Morgenhahn mit deutlicher Trübung kann viele Ursachen haben. Sie kann auf einen bestehenden Infekt hinweisen, wenn sich Proteine, Zervixschleim und Blutkörperchen darin ablagern. Außerdem kann eine andauernde Trübung ein Hinweis auf Nierensteine sein. Ein zu viel an Eiweiß im Urin kann darauf hindeuten, dass der Körper mit dem Proteinabbau überlastet ist und die Nieren ihrer Filterfunktion nicht mehr einwandfrei nachkommen können. Nummer 9. Blau-grün. Ja, auch dieses Farbspektrum kann unser Morgenurin aufweisen. Handelt es sich bei dieser morgendlichen Regenbogenparade um ein einmaliges Erlebnis, zeichnen wahrscheinlich nur bestimmte Lebensmittel oder ein neues Medikament dafür verantwortlich. Hast du am Vorabend beispielsweise eine ordentliche Portion Spargel oder Lakritze verdrückt, kann das am nächsten Morgen schon für Special Effects der besonderen Art sorgen. Aber auch Lebensmittelfarbstoffe wie E133 oder E131 können über Nacht vom Körper abgebaut und über den Urin gut sichtbar ausgeschieden werden. Liegt ein Harnwegsinfekt mit Pseudomonas-Bakterien vor, färbt diese den Urin ebenfalls blaugrün. Kommt diese außergewöhnliche Färbung öfter vor, kann jedoch auch eine Erkrankung die Ursache dafür sein.
Kommt es also öfter zu einer blau-grünen Färbung, solltest du ärztlichen Rat einholen. Nummer 10. Farblos und transparent. Wenn sich dein Durstgefühl in letzter Zeit nicht dramatisch oder zumindest merklich gesteigert hat, ist farbloser Urin ein gutes Zeichen. Du trinkst ausreichend und versorgst deinen Körper perfekt mit Flüssigkeit. Wenn du jedoch plötzlich großen, nie gekannten Durst verspürst, kann verdünnter Harn ein Frühwarnzeichen für Diabetes sein. Beobachte deinen Körper und dein Trinkverhalten ein paar Tage lang. Je früher eine solche Diagnose gestellt wird, desto besser sind die Chancen auf Heilung. Unser heutiges Fazit: Ein Blick zurück schadet nicht. Nach dem ersten Toilettengang am Morgen einen kurzen Blick zurück auf die Farbe deines Haarens zu werfen, ist ein schnelles und kostenloses Tool, um deinen aktuellen Gesundheitszustand zu erkennen. Die Urinschau, zumal von Laien durchgeführt, ist natürlich kein Ersatz für eine ärztliche Diagnose. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf WhatsApp oder Facebook. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.